Das Baden-Derby steht vor der Tür. Die TSG zu Gast beim SC Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Matchday. Das Team von Julian Nagelsmann steht schon in den Startlöchern. Gleich geht's los in Richtung Schwarzwald. Vorher aber haben wir uns denjenigen geschnappt, ohne den auf so einer Auswärtsfahrt überhaupt nichts geht, nämlich den Busfahrer Matze Bauer. Matze, dass so eine Bundesligamannschaft nicht unbedingt mit Handgepäck reist, das ist ja kein großes Geheimnis. Wie viel Zeug habt ihr denn aber tatsächlich dabei? Wie viel Aufwand ist so eine Auswärtsfahrt für dich? Es ist schon relativ aufwendig. Also ich schätze, wir könnten es noch erzählen, so um die 25 Alukisten vom Gepäck her, so zwischen 1,2 bis 1,5 Tonnen. Und dann kommt das Handgepäck dazu. Das haben sie nämlich auch noch dabei. Ja, aber damit habe ich dann weniger zu tun. Die bringen mir die Spiele an den Bus und die brauche ich dann nur reinzutun, während hier jetzt die Ladetätigkeit schon etwas aufwendiger ist. Aber es ist schon nicht gerade wenig. Also nicht umsonst haben wir so einen ganz großen Kofferraum in dem Bus. Deswegen habe ich den auch gekauft seinerzeit, damit wir ausreichend Kofferraumvolumen haben. Und das brauchen wir auch. Jetzt ist Freiburg ja fast schon eine Art Kurztrip. Da gibt es in der Bundesliga ganz andere Adressen, wo ihr unterwegs seid. Kannst du grob abschätzen, wie viele Kilometer du pro Jahr auf der Strecke unterwegs bist für die TSG? Es sind natürlich, je nachdem, ob man international spielt oder nicht, das Auto ist jetzt etwas mehr wie ein halbes Jahr alt, hat 25.000 Kilometer gelaufen. Von daher gesehen kann man es hochrechnen. Es werden locker 40 bis 45 werden bis zum Saisonende. Wenn kein internationales Geschäft ansteht, ist 30 bis 35.000 Kilometer. Das heißt, du kommst auf jeden Fall richtig, richtig viel rum pro Jahr. Ich bin viel unterwegs. Rumkommen tut man immer nur zu den gleichen Orten und man sieht auch wenig mehr als das Hotel und das Stadion. Also so von wegen Sightseeing ist da so gut wie gar nicht. Eine, die diese Woche ein bisschen rumgekommen ist, allerdings nur im Umfeld der TSG, ist Deli Weister. Die hat nämlich den aktuellen Nachrichtenüberblick. Ja, und loslegen wollen wir mit Christoph Baumgartner. Die TSG hat den österreichischen U21-Nationalspieler in den Lizenzspielerkader befördert. Der 19-Jährige gehört ab sofort fest zum Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann und trainiert bereits seit dem Rückrundenstart mit der Bundesligamannschaft. Ja, und er ist schon längst ein fester Bestandteil der TSG, Joe Linton. Was er neben dem Fußball gerne macht, das hat er uns ganz ohne Worte verraten. Zu sehen in der nächsten Spielfeldausgabe. Und dass unsere TSG-Profis nicht nur im Trikot gut aussehen, haben sie in dieser Woche bei der alljährlichen TSG-Winterfeier gezeigt. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern haben sie einen schönen Abend im Mannheimer Harald-Wohlfahrt-Palazzo verbracht. Einen ausführlichen Beitrag gibt es dann am Montag im neuen Spielfeld-TV-Magazin. Ja, und jetzt kommen wir wieder zum sportlichen Teil der Sendung, blicken auf den anstehenden Gegner gemeinsam mit Ishak Belfodil. Against Bayern was not a good game from us. Das Spiel gegen die Bayern war von unserer Seite nicht gut. Wir wollten richtig Vollgas geben in unserer Arena und mit dem Support unserer Fans. Das Ergebnis war dann sehr enttäuschend. Entsprechend hart haben wir diese Woche gearbeitet. Es wird ein sehr wichtiges Spiel gegen Freiburg. Wir wollen diese Woche unbedingt die 3 Punkte holen. I think it's a very important game for us, so we will try to recover this 3 points this week. I think in Bundesliga we have a lot of difficult games. In der Bundesliga hat man eine Menge schwerer Spiele. Freiburg wird mit Sicherheit ein solch schweres Spiel werden. Im eigenen Stadion hat die Mannschaft meines Wissens nach einen Großteil ihrer Punkte geholt. Es wird nicht einfach, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen dort gewinnen, um unser Ziel vor Augen zu behalten, um oben dran zu bleiben. To get points for our target. I think not only for Algerien, for everybody is very cold in this moment, but nicht nur Algerier frieren, im Moment ist es, glaube ich, für alle gleichermaßen kalt. Ich habe schon in Frankreich gespielt, in Deutschland ist es mein zweites Jahr, ich bin das Wetter also gewohnt, angenehm ist es aber trotzdem nicht. Wir wärmen uns einfach ein kleines bisschen länger auf und dann geht das schon. So ja, it's not the first time, but it's not also easy. Ja, in einem hat Ishak auf jeden Fall recht, es ist für alle gleichermaßen kalt und genau deshalb habe ich mich jetzt in den Mannschaftsbus gesetzt und von hier aus blicken wir mal nach Freiburg zu Christian Streich, der sitzt im hoffentlich warmen Pressekonferenzraum und hat seine Einschätzung des Baden-Derbys. Er ist aus einer anderen Generation, das kann ich nicht bestreiten. Entschuldige, Lüge. Ich kenne das Training nicht. Ich weiß, dass ich eine Videoleinwand habe, eine große,
wo man dann gleich drauf zeichnen kann. Nicht schlecht. Ich kann nicht in Julian seinen Kopf reinschauen und ich kann es nicht sagen, weil er schaut ja uns auch an, er hat eine gewisse Erwartung an uns und er richtet es natürlich auch. Er schaut auch, was wir machen. Er richtet sich nicht an uns aus, aber er schaut, was wir machen und das kann ja auch Einfluss haben auf das, wie sie dann aufstellen. So viel von Christian Streich. Und beide Trainer sind ja für ihre taktischen Feinheiten bekannt. Das dürfte also auf jeden Fall ein spannendes Duell werden. Und wenn man jetzt noch die Statistik zur Rate zieht, dann verstärkt sich dieser Eindruck noch. In der ewigen Bundesliga-Bilanz unserer TSG gegen den SC Freiburg ist nämlich absolut gar kein Sieger zu ermitteln. Sie ist nämlich auf Punkt und Tor ausgeglichen. Und Matze, du kannst zwar ähnlich wie Christian Streich auch nicht in den Kopf von Julian Nagelsmann gucken, aber einen Tipp hast du doch mit Sicherheit trotzdem für uns. Ich kann nicht in den Kopf von Julian Nagelsmann reingucken, das ist richtig, aber ich kenne ihn ja ausreichend und von daher gesehen, er wird auf jeden Fall auf Sieg spielen und ich gehe eigentlich auch von einem Sieg aus. Aufs genaue Verhältnis möchte ich mich doch lieber nicht festlegen. 3 Punkte, egal ob er dreckig ist, mit einem oder mehreren Toren Differenz, ist mir egal. Wichtig ist, wir bringen einen Dreier mit aus Freiburg. Alles andere interessiert ja am Ende vom Tag auch niemanden. Hauptsache 3 Punkte. Und genau damit verabschieden wir uns schon wieder für diese Woche. Macht's gut, viel Spaß beim Spiel. Bis nächste Woche.